Berufung zu erleben ist kein unanfechtbares Faktenerlebnis. Ich kenne fast keine Leute, die das für sich so erlebt haben. Alles ist mir möglich durch den, der mich mächtig macht oder durch den, der mir Kraft gibt. Da habe ich, hieß für mich so, dann habe ich ja eigentlich keine Grenzen. Und ich habe immer gedacht, ja, Gott gibt mir doch die Kraft für all das. Er hat uns auf der anderen Seite auch gesagt, dass wir einen Tag ausruhen sollen. Und in der Zeit gründete sich da das ICF, also International Christian Fellowship. Und die waren, als ich da war, oder als ich kam, da waren wir 40 Leute in der Wohnung. Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen zum AM-Cast, dem Podcast der Allianz Mission. Hier sprechen wir über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Ich bin Evelyn Clement und spreche heute mit Alexandra und Raphael Stein. Erzählt mal von euch, wer seid ihr? Ich bin Raphael. Ich freue mich, in der Flotte der AM zu sein. Seit Oktober sind wir dabei. Ja. Ich habe Theologie studiert und war die letzten 6 Jahre Pastor in einer Generationengemeinde. Aber Mission hat mich schon immer bewegt und wir hatten ein Glaubenserlebnis mit der AM-Stellenausschreibung in Las Palmas de Gran Canaria, eine Gemeinde zu gründen. Und damit sind wir schon einige Zeit unterwegs. Das will ja wohl überlegt sein und freuen uns aber dennoch jetzt in Vorbereitung auf genau diese Stelle zu sein. Hallo, ich bin Alexandra, fast 37. Genau, Raphael und ich, wir sind seit jetzt 7 Jahren verheiratet und haben 3 kleine Jungs zwischen 0 und 5 Jahren. Und gelernt bin ich eigentlich, ich habe angewandte Humangeografie studiert mit einem Schwerpunkt auf Freizeit und Tourismus. Und seit unsere Kinder da sind, bin ich aber Mama und zu Hause. Und unsere letzten 1,5 Jahre waren ziemlich aufregend und wir sind froh, dass es jetzt tatsächlich losgeht. Und der erste halbe Umzug hier nach Ebersbach, der ist schon geschehen und jetzt steuern wir drauf zu auf unsere Ausreise nach Gran Canaria. Ich bin gespannt darauf zu hören, was ihr da in den nächsten Monaten noch berichten werdet und werde auf den sozialen Medien bestimmt auch mal was von euch posten. Aber fangen wir mal vorne an. Ich weiß, dass ihr beide im Glauben aufgewachsen seid und dass eure Eltern euch das auch vorgelebt haben. Alexandra, du hast in deiner Bewerbung geschrieben, dass du 1993 durch Predigten von Billy Graham bei Pro Christ zum Glauben gekommen bist. Da warst du 9 Jahre alt. Und ich frage mich, wie wird man als 9-Jährige von Billy Graham so angesprochen, dass man eine Entscheidung für Jesus trifft? Ich muss sagen, wenn ich so zurückdenke, was das genau war, was mich da jetzt so zur Bekehrung geführt hat, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ist irgendwie schon zu lange her. Aber ich weiß, dass damals Pro Christ war ein großes Ding. Wir haben in Wetter an der Ruhr im Ruhrgebiet gewohnt und das war in Essen in den Krugerhallen und da sind sehr, sehr viele Leute hin, auch aus unserer Gemeinde. Ich glaube, was ich sagen kann im Rückblick, was ich da auf jeden Fall erkannt habe, dass es nicht meine Herkunft ist oder das Aufwachsen in einer christlichen Familie, was mich zum Christen macht, sondern dass es eine persönliche Entscheidung von mir braucht. Und das habe ich da, glaube ich, erkannt. Und gleichzeitig war mir klar, das will ich jetzt festmachen. Und dann habe ich meine eben ältere Freundin an der Hand genommen, mit nach vorne geschleift, weil ich mich alleine nicht getraut habe. Und bin nach vorne, hatte dann da jemanden, habe ein Übergabegebet gesprochen. Das war Pro Christ für mich damals. Raphael, du hast dich als Kind taufen lassen. Und zwar warst du damals 9 Jahre alt. Das heißt, bei euch beiden ist einfach mit 9 Jahren richtig viel passiert. Wie sah dein Glaube als Kind aus? Boah, also ja, auch bei mir ist das eine Weile her. Ich erinnere mich, dass so mein Blick auf Gott und auch unterwegs zu sein mit Jesus, das hätte ich damals vielleicht noch nicht so benannt, aber das hatte eine ganz große Selbstverständlichkeit. Ich war damit aufgewachsen in der Gemeinde, aber auch in der Familie, also dass wir da irgendwie Glauben mitten im Alltag gelebt haben, sei das im Gebet oder durch Gespräch und so weiter. Und
Von daher war das für mich, stand das als Kind überhaupt nicht in Frage, ob es Gott gibt und dass ich mit dem leben kann und will. Und so war das dann auch so eine relativ leichte oder klare Entscheidung für mich in dem Alter. Du hast danach noch in Kanada einen Schüleraustausch gemacht und hast in deiner Bewerbung geschrieben, dass du dort viel gewachsen bist, einen selbstständigen Glauben entwickelt hast und dich dabei aber auch mit evangelikal-konservativen Ansichten auseinandergesetzt hast. Wie hat dich das geprägt, die Zeit dort? Also erstmal war es natürlich so, dass mein Kinderglauben, der war relativ unreflektiert. Also wie gesagt, das gehörte einfach dazu. Und es war dann für mich ein Riesenschritt, von zu Hause wegzugehen und auf mich gestellt zu sein gewissermaßen. Also ich habe da in einer Gastfamilie gelebt und bin da in die Highschool gegangen, ein Jahr lang. Und das war natürlich für mich so ein prägendes Freiheitserlebnis. Und dass da mein Glauben unabhängiger geworden ist von meiner Familie. Ich glaube, das war dann ganz natürlich. Genau, was ich, also meine Begegnung mit der nordamerikanischen Evangelikal, sage ich mal, die war recht ambivalent. Also einerseits hat mich das total fasziniert und begeistert, dass zum Beispiel in meiner Highschool wöchentlich zu Lunchbreak ein Jugendgottesdienst stattgefunden hat mit 150 Schülern. Und der war auch nicht von außen organisiert, sondern das haben wir alles selber gemacht. Also so, da waren Schüler durch alle Generationen, also alle Schulklassen hindurch und die Älteren haben das geleitet und ich habe Musik gemacht mit anderen und so. Und ich fand das total klasse. Also das hat mich echt vorangebracht und das Gemeinschaftserlebnis war super stark. Und auch die Hingabe, mit dem wir dann unserem jugendlichen Glauben gelebt haben. Ich erinnere mich an eine Sache, da war es Stau auf dem Highway und wir sind zu Tim Hortons gefahren. Das ist so ein Coffeeshop in Kanada, ist da ganz wichtig, kennt jeder. Und haben ganz viel Kaffee gekauft und sind dann da, Kanada ist kalt, sind dann da auf dem Highway und haben heißen Kaffee verteilt. So. Und das war unser Ausdruck von Nächstenliebe und irgendwie da ein gutes Zeugnis zu sein. Und hier und da sind wir mit Menschen über den Glauben ins Gespräch gekommen. Das ist so die eine ganz positive Seite, die mich total auch gefördert hat. Und die ich auch immer noch wertschätze. Und wo ich jetzt ein Stück weit anders unterwegs bin, dass viele Glaubensthemen waren im Grunde, bewegten sich auf der Ebene von so Streit und Diskussion. Zum Beispiel, die Erde ist in 7 Tagen geschaffen und wenn du das nicht glaubst, dann bist du eigentlich gar kein Christ. Also so, das hatte einen Bekenntnischarakter. Und dementsprechend auch Gespräche mit Nichtchristen, da waren das so die wichtigsten Meilensteine, denen beizupulen, dass Evolution falsch ist und dass die Schöpfung in der Bibel naturwissenschaftlich streng beschrieben ist. Und das sehe ich heute anders. Und da, ich glaube auch nicht, dass die, also zum Beispiel, die Bibel als Argument zu nutzen in Gesprächen mit Nichtchristen, da bin ich irgendwie einen Weg gegangen, wo ich sage, hey, ich kann total nachvollziehen, dass Menschen, die damit nichts zu tun haben, dass die das als Argument gar nicht stehen lassen. Das ist ja das Natürlichste der Welt. Das ist ja, wenn man so will, ein Zeugnis von Menschen aus anderen Zeiten. Punkt. Und so kann ich heute da auch sehr frei drüber reden. Genau. Danach hast du einen Zivildienst gemacht und hast den Sinn von Glauben und das Konzept von Gemeinde in Frage gestellt. Ob Gemeinde einfach nur ein freizeitgestaltender Verein ist oder so. Hing das auch mit dem zusammen, was du beim Schüleraustausch erlebt hast? Jein. Also ich würde schon sagen,
der Schüleraustausch war ein Teil, wo in mir so wirklich zum Ausdruck kam, hey, ich will den Sachen selber auf den Grund gehen. Ich will meinen Glauben selber entdecken, auch selbst verantworten. Also da habe ich einen starken Drang. Und ich will auch meine eigenen Erfahrungen machen und nicht nur Bücher von anderen lesen und das dann übernehmen. Und eins, was mich extrem gestört hat in dieser Zeit von Zivildienst und auch bei mir ganz klar auch Sturm und Drang, ne, so in die Richtung, alles über Bord zu werfen, war, dass ich in der Gemeinde, aus der ich kam, die war so mittelgroß, 120 Leute oder so ähnlich, irgendwie um den Dreh, und meiner Wahrnehmung nach ging so viel Energie dabei drauf, darüber irgendwie sich zu streiten, welche Farbe die Vorhänge haben sollen. Oder ob man jetzt mal die Stühle anders stellen darf. Und das hat mich auf gut Deutsch richtig angekotzt. Und ich habe gesagt, wenn das größte Problem der Christen ist, in diesem, ich kann es gar nicht in Worte fassen, also so dieses Klein-Klein nach innen. Wenn das echt das größte Engagement von Gemeinde ist, dann will ich damit nichts zu tun haben. Und dann, wenn das wichtigste Element von Glaubensleben ist, ja, dann weiß ich auch nicht, ob ich Christ sein will. So dieser Satz, der war stark in der Zeit. Genau, da habe ich mich echt dran abgearbeitet. Das heißt, das ist auch mit ein Gedanke, der dich jetzt als Pastor geprägt hat in den letzten Jahren und auch weiter prägt, dass du sagst, okay, nicht an den kleinen Fragen aufhängen, sondern da etwas ändern. Ja, auf jeden Fall. Und auch, wohin geht unser Blick? Geht der nach innen? Drehen wir uns um uns selber? Das gilt im Persönlichen und es gilt auf jeden Fall auch für Gemeinden. Oder geht unser Blick erstmal auf Gott hin und dann zu entdecken, erstens, wie wunderschön der das Leben geschaffen hat, und zweitens, was wir für ein Privileg haben, auch mit Menschen unterwegs zu sein. Und so geht mein Blick lieber nach außen als nach innen. Sehr gut. Alexandra, du hast dich dann mit 17 in der FEG in Wetter taufen lassen und zwischen Abi und Studium eine USA-Reise gemacht. Auch dich hat es geprägt, in Nordamerika zu sein. Du warst in einer konservativen Familie und hast mit Pferden gearbeitet. Erzähl einfach mal. Ja, also ich muss sagen, das war wahrscheinlich eine relativ normale christliche Familie. Das Ganze war für mich immer schon ein Traum gewesen, auf einer Ranch zu sein in den USA. Und über ein paar glückliche Kontakte meiner Eltern konnten die mir da was vermitteln, über Freunde von Freunden. Und es war einfach eine christliche Familie auf einer Ranch im Süden Colorados. Und die waren gläubig, genau. Gingen in eine, ich glaube, es war Southern Baptist Church. Die waren, normal konservativ. Das heißt, die hatten ein sehr klares Rollenbild von Frau und Mann. Und ähnlich wie Raphael das in Kanada erlebt hat, die haben das hochgehalten, so dieses Bibeltreue oder auch, ich habe immer noch in Erinnerung ein Buch, was mir dort in der Jugend, einer der Jugendleiter, in die Hand gedrückt hat, was ganz wichtig für mich sein sollte und was sie mir mitgeben wollten. Das Buch heißt Refuting Evolution, also die Evolution widerlegen. Und das war ein ganz kämpferisches Buch. Damals fand ich das sehr spannend und habe mir das auch angeguckt. Und aus heutiger Sicht denke ich, also das ist was, da kann ich gar nicht mitgehen, oder das aus heutiger Sicht, ich kann das gut. Ja, ihr habt schon gehört, ich habe Geografie studiert, da wird man auch nochmal auf eine andere Weise, setzt sich mit diesen Themen auseinander. Ich habe da innerlich überhaupt keine krassen Spannungen, wo ich sage, das bringe ich nicht überein, irgendwie mit meinem Glauben. Und trotzdem bin ich da überhaupt nicht militant. Dort war es eben dieses, wenn du nicht glaubst in 7 Tagen, dann oder wenn du nicht glaubst, dass die alles, was mit Evolution zu tun hat, grundsätzlich völlig falsch ist, aus christlicher Sicht, dann bist du kein richtiger Christ. Das war dort schon so. Ich muss aber sagen, ich habe auf der anderen Seite sehr schätzen gelernt, so einen ganz treuen Glauben, den die hatten. Und ich habe immer so das Bild vor Augen, wenn ich morgens aufgestanden bin, dann saß mein Gastvater
Das Wohnzimmer hatte so ein ganz großes Panoramafenster, da am Horizont war immer der Sonnenaufgang morgens, die Sonne ging gleißend auf und er saß in so einem abgewetzten Ledersessel mit seiner Bibel und hat da wirklich jeden Morgen seine stille Zeit gemacht. Und es war einfach so ein prägendes Bild, was mir jeden Morgen so entgegenkam. Seine Frau stand in der Zeit in der Küche und hat die Berge von Pancakes ausgebacken. Das war dann wieder dieses, wo ich sage, es ist ein sehr klares Rollenbild. Aber das hat für die gut funktioniert und jeder hatte seinen Platz und der wurde auch sehr, sehr wertgeschätzt von beiden Seiten. Und das fand ich auch wiederum was, ja, was ich einfach positiv erlebt hat. Die waren sehr, sehr liebevolle Menschen auch zu mir, haben mir da ganz tolle Erlebnisse einfach ermöglicht in der Zeit. Nach der Reise warst du auf dem Dünenhof, um dort ein FSJ zu machen. Was hast du dort an der Gemeinschaft geschätzt? Also das war für mich ein super wertvolles und prägendes Jahr auf dem Dünenhof. Kann ich jedem ans Herz legen, sowas zu machen. Genau, es war ein FSJ. Toll war, dass wir eben ein Team von 12 Leuten waren. Und ja, wir kamen auch aus ganz unterschiedlichen geistlichen Hintergründen. Also von den Denominationen her. Also manche so von Landeskirche bis pfingstlerische Gemeinden war einfach alles dabei. Und wir haben aber gemerkt, uns verbindet Jesus und der Glauben und das ist ein Gott und wir haben versucht, uns gegenseitig einfach an dem zu bereichern, was wer an Formen und Prägungen mitbringt und das war spannend, sich darüber auszutauschen und zu merken, wir bleiben beieinander, weil wir Geschwister im Herrn sind. So, das war sehr wertvoll an dem Jahr, ja. Nach dem FSJ warst du dann noch für ein Volontariat auf Neuseeland. Was hast du dort gemacht? Ja, genau. Ich war dort ein Jahr lang mit Youth for Christ und habe in einer Familie gewohnt von Neuseeländern. Das war für mich schon mal toll, da auch wieder irgendwo Familienanschluss zu haben. Gleichzeitig war meine Gastmutter war auch meine Chefin. Youth for Christ hat in Neuseeland so verschiedene Mission Bases, so kleinere Stationen mit ein paar Angestellten und vielen Ehrenamtlichen. Und da haben wir ja verschiedene Programme gemacht mit Kindern, auch viel so Sommercamps und Freizeiten, aber eben auch regelmäßig unter der Woche. Wir hatten zum Beispiel eine Arbeit, die war, da gab es einen Girls Club und einen Boys Club für Maori Kids, die aus schwierigen Verhältnissen waren. Ich muss sagen, der Girls Club dort, das waren dann eher Teenie-Kinder oder Teenager, Kinder, nicht Kinder. Da ändert sich das ja dann ein bisschen, dass die schon ein bisschen verschlossener sind. Da habe ich gemerkt, über die Zeit hat sich das dann erst entwickelt, dass man da so einen Draht zueinander findet. Und ja, für mich war es manchmal schwierig zu merken, dass die aus ganz, ganz anderen Verhältnissen als ich kommen. Gerade die Maori-Mädels, hatten ganz viel, also ganz viele von denen hatten Hintergründe, wo wirklich im Elternhaus Alkoholmissbrauch oft ein Thema war, dass die Eltern hatten, die, wenn sie aus der Schule nach Hause kamen, einfach auf dem Sofa lagen und so nichts zu gebrauchen waren, so platt jetzt mal gesagt. Drogen, auch bei vielen auch Drogen bei den Eltern, echt ein schwieriges Thema. Und da merkte man, die haben dann einfach bei den Sachen, wir haben versucht, mit den Sachen zu machen, wo sie was richtig Tolles erleben, wozu sie sonst nie die Gelegenheit hätten. Ich weiß, einmal haben wir mit denen so Hot Air Ballooning gemacht. Das ist so in so einem Heißluftballon, konnte man da an einem sehr, sehr langen Seil auf einem großen Flugplatz so eine Tour machen im Sonnenuntergang. Und es war immer verbunden mit Essen. Also hinterher gab es immer irgendwie Barbecue oder irgendwelche anderen Sachen, weil die auch zu Hause oft so nicht so regelmäßige Mahlzeiten hatten. So hatten wir dann eben in dieser Gruppe von 10, 15 Teens haben wir dann immer zusammen gegessen. Eben, wir haben viele Spiele mit denen gemacht und man merkte, so Geländespiele oder so in der Stadt so Rallyes oder so, man merkte, da sind die einfach richtig aufgetaut oder sind, haben da einfach, konnten sich mal richtig ja, fallen lassen, auch in einer liebevollen Gemeinschaft. Und die Mitarbeiter dort alle, hatte ich immer den Eindruck, dass die da mit sehr, sehr viel Liebe zu diesen Kindern rangegangen sind. Zurück zu Raphael. Du hast angefangen, Maschinenbau und Management an der Universität in München zu studieren. Wie kam es dazu? Ja, also ich musste ja während meines Zivildienstes irgendeine Entscheidung treffen, was stelle ich mit meinem Leben an? Und mir fiel das relativ schwer. Also ich bewundere Menschen, die das früh für sich klar haben und das dann auch verfolgen.
Vielleicht lag es ein Stück weit auch daran, dass ich hatte so das Selbstbild, mir steht die Welt offen, ich muss jetzt was ganz Tolles aus mir machen. Ich hatte ein relativ gutes Abi und der Hintergrund von diesem Maschbaumanagement war, mich hat die Wirtschaft insofern fasziniert, dass ich gedacht habe, es muss doch eine Möglichkeit geben, Wirtschaft so zu gestalten, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Konsumenten alle miteinander irgendwo gut leben können. Weil ich hatte den Eindruck, dass immer einer von diesen drei Parteien den kürzeren zieht. Und also so, das waren relativ hohe Ideale. Dazu kam dann irgendwo die was zu entwickeln im Maschinenbau, was die Welt verbessert. Und so kam ich dann dazu. Management, weil ich nicht durchweg der Techniker bin, sondern schon auch irgendwie was mit Menschen entwickeln möchte. Und TU München, genau, weil ich dachte, was kostet die Welt? Ich suche mir mal so eine Elite-Uni aus. Du warst in der Zeit auch im ICF München. Wie hast du dort Christsein erlebt? Also mir tat das erstmal total gut, weil ich kam ja aus der Situation, dass ich mich so abgearbeitet habe an der Art und Weise, wie ich Gemeinde erlebt habe und manchmal auch Glauben als was Engeres und dass sich da viele Gemeinden um sich selber drehen. Und kam noch aus dieser Sturm- und Drangzeit und war auch ein bisschen auf Distanz. Also ich kam nach München und ich war mir gar nicht so sicher, was ich noch alles vom Glauben und von Gemeinde halten sollte. Und in der Zeit gründete sich da das ICF, also International Christian Fellowship, so eine Jugendkirche, Bewegung aus der Schweiz. Und die waren, als ich da war, oder als ich kam, da waren wir 40 Leute in der Wohnung. Das ist mittlerweile gewachsen auf, was weiß ich, 1.500 oder so. Also es ist ein Riesending geworden. Und ich habe da mitgenommen, die Dynamik, eine Gemeindegründung zu erleben, die von 40 auf 500 Menschen wächst. Und ausschlaggebend ganz am Anfang, dass ich da hängen geblieben bin, war die Begeisterung, die da herrscht, den Glauben zu leben, nach innen und nach außen. Außerdem mal die Möglichkeit haben, keine Rücksicht zu nehmen auf alte Zöpfe und Traditionen. Also das war laut, das war experimentell, das war irgendwie Musik. Hillsong war groß in der Zeit. Wir haben Hillsong im Original gespielt. Wir haben tolle Erlebnisse gemacht, was auch von an Musikern dazu kam, auf was für einer Qualität wir da Mucke gemacht haben. Das war musikalisch gesehen ein Traum. Also so das. Und ich sag manchmal, ja, das hat mir ein Stück weit auch den Glauben gerettet, dass ich nochmal was ganz anderes kennenlernen konnte, als das, was mich bis dahin so gestört hat. Das heißt, du hast vom ICF München so die Anfänge mitbekommen und dann innerhalb von den 5 Semestern, in denen du dort warst, ist das ICF in der Größe entstanden. Ja. Wow. Ja. Was würdest du sagen, woran das lag, dass das in der Zeit so wachsen konnte? Gottes Geist. Also es ist ja beides. Es ist irgendwie, das trage ich sicher auch in mir, Fleisch und Geist. Irgendwie mischt sich das im Leben. Ja, Mensch und Gott, beides zugleich. Und ich glaube schon, dass da Gott was vorhatte in München und dass er das gesegnet hat. Und gleichzeitig kann man sich schon auch mal die Verhältnisse vor Augen führen. Also da waren einige der alteingesessenen Freikirchen vor Ort haben eine recht lange Tradition und haben daher hier und da Schwierigkeiten, sich auf Neues einzulassen. München ist aber eine Studentenstadt mit, glaube ich, 3 oder 4 Hochschulen, zwei große Unis. Das sind über 100.000 Studierende pro Jahr. Die strömen also da in die Stadt, viel junge Leute, Dynamik. Und dann gab es diese ganze Gründungsbewegung,
die ja seit, ich sag mal, 2005 irgendwie, da waren die Anfänge, das gab es noch nicht. Also heute haben wir Youngster-Gründungen in jeder mittelgroßen Stadt. Und ICF München war aber so mehr oder weniger das Erste, die gesagt haben, hey, wir legen ein besonderes Augenmerk auf die Lebenswelt junger Menschen. Und ich würde schon sagen, es war, also mein Erleben, es war nicht so, dass ich da, dass da ganz viele jetzt zum Glauben gekommen sind, die damit gar nichts zu tun hatten, sondern es sind ganz viele in die Stadt gezogen, die einen anderen gemeindlichen Hintergrund hatten und haben da dann gesagt, hey, Wahnsinn, hier sind wir unter lauter, denen geht's so wie mir, so, oder, also nicht jetzt wie mir, sondern da waren ganz viel Identifikationsmöglichkeit. Und irgendwann, dann gilt so dieses gruppendynamische Prinzip, je mehr, desto mehr. Also so natürlich wollten wir da auch alle Partnerinnen und Partner finden. Und da waren eben so viel Auswahl. Das war ein Punkt. Oder ich würde sogar sagen, dass gute Musik in der Gemeinde fördert, dass Menschen, die gute Musik wichtig finden, dazukommen. Weil wiederum die ja sagen, ey, hier kann ich mich identifizieren, hier kann ich mich einbringen. Da haben wir schon viel erlebt in die Richtung. Und was ich aber trotzdem auch sagen würde, auch wenn die meisten, die dazu kamen in dieser Phase schon Christen waren, haben wir ja dennoch unseren Glauben so gelebt, dass wir alle unsere Kommilitonen mitgeschleppt haben und so weiter. Deshalb würde ich schon sagen, hey, wir haben tolle Glaubenserlebnisse miteinander da geteilt. Und natürlich hat irgendwann das auch eine Faszination, so eine Dynamik zu erleben. Dauernd sind neue Leute da. Ich glaube, das sind so ein paar Gründe, warum da so viel gewachsen ist und auch so schnell gewachsen ist. Spannend. Sicher auch eine wertvolle Erfahrung, wenn ihr jetzt in die Gemeindegründung geht. Ja, ich meine, eins, das muss ich immer dazu sagen. Ich habe schon sehr bewusst dann später nicht in der Schule vom ICF Theologie gemacht. Das war mir ein bisschen wenig. Und das würde ich schon auch sagen. Also da ist die Ambivalenz, dass ich schon gedacht habe, schon als ich in München war, dachte ich, Mann, manches ist ganz schön oberflächlich, was wir machen. Oder die Gefahr, dass dieses ganze Feuerwerk an Musik, Technik, Licht, alles ist immer begeisternd und so, dass das an eine Stelle rücken kann, wo eigentlich Jesus in den Mittelpunkt gehört. Das ist auf jeden Fall, haben wir da erlebt. Und also da gibt es so ein paar echte Anfragen, die ich da dran habe, auch wenn wir jetzt gründen. Also zum Beispiel, ist das sinnvoll, mit so einem wahnsinnigen Aufwand an Mitarbeit und Geld und Co. Gottesdienste zu veranstalten? Da bin ich mittlerweile eher auf einer Beziehungsebene unterwegs. Ja, aber wir werden sehen. Also so, da nehmen wir auf jeden Fall viel aus unserem Leben irgendwie mit an Dingen, die wir erlebt haben bisher. Alexandra, du hast 2006 begonnen, in Trier angewandte Humangeografie zu studieren. Wie kamst du zu dem Entschluss? Geografie an sich und Natur, Erdkunde, das alles hat mich schon immer interessiert und war auch eins meiner Lieblingsfächer in der Schule. Ich wusste an sich aber mit Geografie dachte ich, wusste ich nicht so richtig, was macht man damit eigentlich später oder was sind denn Jobs, die mir daran auch Spaß machen würden. Und dann habe ich über ein paar Ecken, über einen Kontakt erfahren von der Bekannten, die Freizeit- und Tourismusgeografie oder Fremdenverkehrsgeografie ist das alte Wort dafür, in Trier studiert. Und das ist ein Studiengang in der Kombination, die es auch vor allem in Trier gibt und sonst noch an ein, zwei kleineren Standorten. Und das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, ob es Reden des Herrn war, der mich in Trier wollte oder irgendwie war es einfach so, dass ich dachte, das ist es. Und ich habe mich darauf beworben, ich habe den Studienplatz bekommen und dann war die Sache irgendwie, hatte ich auch gar keine Alternativen, keine anderen Ideen, habe ich das gemacht und hab's auch nicht bereut, hat Spaß gemacht. 2009 hattest du dann psychosomatische Nervenschmerzen in der Leiste. Und du hast in deiner Bewerbung geschrieben, dass deine bisher unbeschwerte Welt auf den Kopf gestellt wurde. Wie bist du damit umgegangen? Ja, ich muss sagen, das war für mich Mitte 20, gegen Ende meines Studiums. Und
Genau, es hat meine Welt auf den Kopf gestellt. Ich war vorher, würde ich sagen, super engagiert auf allen Ebenen, irgendwie in der Gemeinde und in der christlichen Hochschulgruppe eben und an der Uni. Ich war einem, mir hat das Studium Spaß gemacht. Ich war aber immer eine, die schon auch ein bisschen was dafür einfach tun musste, beziehungsweise mir selber da Druck auferlegt habe. Und nebenher hatte ich noch, ich hatte ein Pflegepferd, ich habe in der Freizeit Volleyball und zeitweise Fußball und so mit den Studenten und so irgendwie gespielt, alles Mögliche. Also ich hatte einen völlig zugepackten Terminkalender und dann kam plötzlich das mit diesen Nervenschmerzen, wo ich mir nicht erklären konnte, wo es herkam und keiner sonst, kein Arzt, auch kein Facharzt. Und genau, ich war irgendwie völlig ausgenockt durch das Ganze. Und es war Mitte 20, es ist für mich im Rückblick meine Quarterlife-Crisis, weil es mich in allem zu 100% ausgebremst hat plötzlich, dieses Auseinandersetzen, was ist das, woher kommt das? Genau, das war auch nicht so fest abgegrenzt auf dieses eine Symptom, sondern das war irgendwie so ein Spektrum von Sachen, die dazu kamen, bis hin zu Sehstörungen und irgendwelchen Schwächeempfindungen in einzelnen Gliedmaßen. Ich will das gar nicht im Detail ausführen, aber es war am Ende diagnostiziert, genau, das, die letzte Station war irgendwann, dass ich dann bei einem Psychotherapeuten saß und dachte, wie kann es sein, dass ich Mitte 20 lebensfroher Mensch bin, der mit Gott durchs Leben geht und plötzlich hier beim Psychologen auf dem Sofa sitze, so ungefähr. Und trotzdem muss ich sagen, dass diese Therapie, die sich daran anschloss, mir so viel über mich selber gelehrt hat oder ich konnte so viel erkennen. Ich hatte das Glück oder den Segen, dass der Therapeut, den ich hatte, der war zwar Christ, aber er war trotzdem voll hauptberuflich voll normal ausgebildeter Psychotherapeut. Und der konnte also mit diesem Aspekt, der für mich immer wieder eine wichtige Rolle gespielt hat, der konnte was damit anfangen, aber trotzdem war keine Seelsorge. Und das war für mich an dem Punkt wichtig. Es war ein Weg von ein paar Jahren, bis ich da raus war und kann heute sagen, deshalb kann ich auch so locker drüber reden, dass es für mich jetzt auch wirklich abgeschlossen ist. Und trotzdem hat es was in mir verändert und wie ich mich selber sehe und mit mir selbst umgehe, was ich nicht mehr eintauschen möchte. Also ich war, wie ich schon gesagt habe, ich war im Rückblick, würde ich sagen, überengagiert auf ganz vielen Ebenen. Und ich habe immer gesagt, alles für den Herrn, ich will mich voll einsetzen und da schwang auch immer im Hintergrund dieser Vers mit aus Philipper 4, Vers 16, ich bin mir nicht sicher, Entschuldigung, wenn ich falsch liege, alles ist mir möglich durch den, der mich mächtig macht oder durch den, der mir Kraft gibt. Da habe ich, hieß für mich so, dann habe ich ja eigentlich keine Grenzen. Und ich habe immer gedacht, ja, Gott gibt mir doch die Kraft für all das. Und ich sage nicht, ich will diesen Vers nicht widerlegen oder irgendwie für falsch erklären. Ich will nur sagen, oder ich habe einfach daraus gelernt, dass Gott ja durchaus, er hat uns auf der anderen Seite auch gesagt, dass wir einen Tag ausruhen sollen oder dass wir ein Gleichgewicht sein muss oder dass wir auch mit uns selber und unserem Leben, unserem Körper gut umgehen sollen und einen guten, hilft uns da auch einen guten Blick darauf zu bekommen. Oder mir hat er das durch die Therapie irgendwo auch gezeigt und mir geholfen, da anders mit mir umzugehen. Und heute habe ich, würde ich sagen, relativ sensible Sensoren, würde ich sagen, oder empfindliche Sensoren, wo ich spüre, wenn mir was zu viel wird. Genau, mit diesem Vers, was ich sagen wollte, dass der auch kein Freibrief ist. Das heißt ja nicht, dass man, ich habe immer gedacht, ich kann zu nichts Nein sagen, zu keiner Anfrage, die irgendwie kommt, noch was zu übernehmen, noch einen Job irgendwo zu machen in der Gemeinde oder so. Ich habe immer gedacht, ich habe immer Ja gesagt oder immer gesagt, ja, genau, für den Herrn. Und heute weiß ich, dass es ganz wichtig ist, zu wissen, wann man auch Nein sagt oder wann man sagt, nee, das ist jetzt, das wäre zu viel oder das geht über die Kräfte, die ich gerade habe oder da wird Gott für jemand anders, dafür wird Gott jemand anderen schicken oder da muss Gott andere Wege finden, irgendwo einen Bedarf zu bedienen oder ja, ach, jetzt verhaspel ich mich. Aber, genau. Ja, ich habe daraus viel gelernt, genau.
Das heißt, du hast dann erstmal alles heruntergefahren und bei Raphael lief es im Studium auch nicht so gut. Du hast im 5. Semester gemerkt, dass dir alles zu viel wird, bist durch Prüfung gefallen und wurdest daher exmatrikuliert. Wie hast du damals Gott erlebt? Was ist in deinem Glaubensleben passiert und was ist in deinem Leben passiert? Ja, das war schon echt eine heftige Zeit. Also es war jetzt nicht unbedingt so, dass mir alles zu viel wurde, sondern dass ich an meine Grenzen gekommen bin mit dem, was ich leisten kann, gerade in den technischen Fächern. Also so, wer da einen Einblick hat, der Klassiker, so technische Mechanik, Fluiddynamik bin ich durchgefallen, Mathe. Also ich habe mich da das erste Jahr ganz wacker geschlagen mit viel, viel Aufwand. Also es ist schon auch echt ein anspruchsvolles Studium gewesen. Und der Druck in diesen Ingenieurstudiengängen ist schon da, dass mehr Grundstudienplätze als Hauptstudienplätze da sind. Das heißt, es fliegen relativ viele durch. Also es gab Prüfungen, die Hälfte der Studierenden nicht bestanden hat. Und ich gehörte da leider immer öfter dazu. Und dann paarte sich das mit dem, dass ich nicht mehr ganz wusste, also dieser Idealismus, der am Anfang da war, der verflog. Auch deshalb, weil ich gemerkt habe, im Studium war ich damit konfrontiert, es geht gar nicht darum, was zu entwickeln, was die Welt besser macht. Es geht darum, den Markt zu analysieren und zu überlegen, was kann ich hier verkaufen. Und das war natürlich ein Schocker, also wirklich die kapitalistische Breitseite auch in der Produktentwicklung mitzubekommen. Und das ging einigen von uns so. Und bei mir war da aber noch was Persönliches drin, und zwar, dass ich vorher ja noch nie wirklich gescheitert war. Ich habe vorhin erzählt, ich hatte schon ein Stück weit so eine Grundhaltung, was kostet die Welt und mir fliegt viel zu, und da war es auf einmal gar nicht so. Und habe das dann als echt harte Bauchlandung erlebt, dass ich auf einmal was nicht kann, was andere um mich rum aber schon auch konnten, und habe mich dann damit auseinandersetzen müssen, was mache ich hier? Und letztendlich dann ja auch kriegte ich diesen Brief, endgültig exmatrikuliert, glaube ich, stand da drin. Also von jetzt auf gleich, dann war es vorbei. Ich musste aus meinem Studierendenwohnheim raus und so weiter. Also so, das war hart. Das war auch echt auch Tränen und Fragen, was kann ich überhaupt und was will ich? Und ich hatte nicht überall Antworten. Mit meinem Glauben hat das eine ganze Menge gemacht. Ich erinnere mich, vielleicht kennen das noch manche, es gab so eine Sister Act Film, irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich den da gesehen habe, und da hat hier Lauryn Hill singt His Eyes on the Sparrow, also der Bibeltext, Gott sieht den Spatzen, und das geht dann so weiter, ist ein großer Soul-Song, und er geht so weiter, dass er, dann sieht er auch dich, und das hat mich zutiefst berührt, zu wissen, krass, bei Jesus kann mein Leben nicht scheitern, auch wenn aus meiner Perspektive ich hier eine gescheiterte Existenz bin. Das ist natürlich ein bisschen, da denken Ältere, ist lustig, sowas mit 25 zu sagen, aber so ging es mir halt. Ich hatte nichts. Ich war da Mitte 20 und hatte keinen Abschluss. Und dass Gott mich sieht, und ich habe gedacht, krass, auch selbst wenn ich Müllmann werden sollte, wenn ich mit Jesus unterwegs bin und er mit mir, dann ist mein Leben darin nicht gescheitert. Und das war was, was ich seitdem doch echt immer wieder irgendwo als Ermutigung in mir habe. Und noch dazu, ja, im Nachhinein, ich will es nicht nochmal erleben müssen. Ich gönn's niemanden. Das war eine Scheißzeit. Aber ein bisschen geschah es mir auch recht. Ich bin demütiger geworden. Und ich habe eine andere Wahrnehmung dafür, was für ein Privileg ich auch habe irgendwo im Leben, was alles gut ist und gut läuft. Und wenn Dinge gelingen, dass es auch ein Geschenk ist und nicht nur meine Leistung. Schön gesagt. Du bist danach 10 Monate nach Australien zum Windsurfen und hast dir damit einen Traum erfüllt. Was begeistert dich am Windsurfen?
Ah, ich liebe dieses Flow-Erlebnis, was da drin, was man da erfahren kann. Und zwar, also Flow, das ist ja so ein, in der Glücksforschung, ist das ein Zustand, wo man völlig im Moment ist. Und das habe ich da ganz besonders. Also ich bin da draußen, ich fahre gerne in hohen Wellen, viel Wind, und es ist so das Erleben der Naturgewalten. Also für mich hat Sturm selten nur dieses Angsteinflößende, als eher so ein begeistertes Ehrfurchtsgefühl. Und da will ich nicht nur zugucken, sondern ich will bei Sachen immer irgendwie Teil dessen sein. Also ich sitze nicht gern auf der Zuschauerbank. Und da mittendrin zu sein, also da in Wind und Wellen. Und man kann beim Windsurfen enorm hoch springen, weil der Wind noch über die Wellen hinausträgt, und man kann beim Reinfahren, kann man Wellen abreiten. Es ist ein Wahnsinnskrafterlebnis, und das finde ich der Hammer. Also, da könnte ich viel, viel Zeit mit verbringen. Ja, und da komme ich irgendwo zur Ruhe. Genau, das wieder zum Philosophischen der Sache. Mein Kopf geht da aus. Ich glaube schon, ich habe eine Tendenz zum Grübeln, und das habe ich dann nicht. Es ist nicht viel, was man gelernt hat oder irgendwie so, sondern Surfen und viele dieser Boardsportarten und Extremsportarten, die leben ja aus der Intuition. Also, dass man in dem Moment hat man gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was mache ich jetzt, sondern es ist alles irgendwo im Fluss und ein Reagieren, und das finde ich saugut. Wow, da merkt man dir die Begeisterung an. Ich glaube, ihr seid beide einfach so Naturmenschen. Das ist so das, was ich bis jetzt so rausgehört habe. Du hast dir dann eine Auszeit in der Natur genommen, hast Bibel gelesen, hast dort entschieden, dass du Pastor wirst. Erzähl mal. Ja, das hatte noch einen Vorlauf. Und zwar, klar, da habe ich, ich hatte ja ein Traumleben. Also ich wusste in Deutschland, ich muss hier raus. Ich musste von München weg. Ich musste von diesem ganzen Studiermodus weg. Und dann bin ich nach Australien. Und da kann man ja so ein Arbeitsvisum sich holen als junger Mensch. Und dann habe ich vormittags gearbeitet und bin nachmittags surfen gegangen. Und manchmal bin ich sogar vor der Arbeit ganz früh morgens Wellenreiten gegangen. Und das war mein Lifestyle. So Eat, Sleep, Repeat gibt es da so den Spruch. Und darin aber zu merken, es reicht nicht für mein Leben. Es reicht mir nicht. Das stillt meinen Lebensdurst nicht. Dabei mache ich gerade das, von dem ich immer dachte, wenn ich das jeden Tag machen kann, dann lebe ich im Paradies. So. Und das war eine ganz wichtige Erfahrung. Und ich würde sagen, durch diese Erfahrung hat mich Jesus zurück zu ihm auch gezogen. Nochmal echt kräftig, dass da ich gemerkt habe, krass, ich brauche mehr. Und das habe ich dann bei ihm gesucht und auch wiedergefunden. Also es ist auch bei mir irgendwie so eine Bewegung, immer wieder hin zu Gott zu gehen. Und dann habe ich so mit dem Motto, Gott, wir müssen jetzt mal über mein Leben reden, bin ich da nach Südaustralien gefahren ins Nichts. Also hatte da auch keine Menschen um mich rum, habe da gefastet und gebetet und Bibel gelesen und mich doch sehr damit auseinandergesetzt, Gott, wie kann ich mit dir jetzt mein Leben gestalten? Und da kam dann irgendwann eine Erfahrung, und zwar, dass ich gemerkt habe, Jesus toppt alles, was ich sonst kenne im Leben. Also toppt Windsurfen und Leben da an Stränden und mit türkisem Wasser und toppt alle andere Lebenserfahrungen, die ich sonst habe. Also, und wo ich immer noch sage, Jesus ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Das war die Erfahrung da. Und da war ich so von erfüllt und bin da alleine an den Stränden lang gelaufen und war völlig da voll begeistert und zutiefst einfach, boah, wo ich sage, das war ein echtes Heilige Geist-Erlebnis. So.
Und das war das Erste. Und dann eine Woche oder zwei später kam dieser Impuls, davon will ich weitererzählen. Geh nach Hause, werd Pastor. Und dieser Gedanke, der wurde stärker und stärker und blieb. Und ich bin dann, erst war ich ein bisschen skeptisch und habe gedacht, boah, was erwarte ich denn hier in der Wüste, Bibel zu lesen und zu beten? War ja klar, dass das rauskommt. Und dann war ich auch noch psychologisch so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, ah, du willst nur das machen, was dein Vater gemacht hat, weil das kennst du nämlich. Dann ist das nicht so unbekanntes Land, was du einnehmen musst mit deinem Beruf. Mhm. Also das waren dann nochmal Fragen, mit denen habe ich nochmal 3-4 Wochen verbracht und habe dann aber habe dann Hebräerbrief gelesen. Das war nochmal groß. Und zwar, da gibt es ja Hebräer 11, dieses Kapitel. Und Abraham ging los im Glauben, dass Gott ihn gerufen hat und so weiter. Und eine Sache, die finde ich da genial, auch theologisch genial zum Thema Berufung. Und zwar, Berufung zu erleben ist kein unanfechtbares Faktenerlebnis. Ich kenne fast keine Leute, die das für sich so erlebt haben, sondern Berufung zu erleben ist ein Glaubenserlebnis. Das heißt, das spielt sich in genau der gleichen Sphäre ab, wie wir überhaupt an Gott glauben. Und wieder mischt sich Mensch und Gott und es ist nicht trennscharf zu unterscheiden, ob das jetzt rein Gott ist oder doch was mit uns zu tun hat und unseren Gedanken und Gefühlen und so. Und da habe ich dann aber gesagt, okay, Gott, ich will jetzt riskieren, dass es vielleicht doch einfach von mir ist und nicht du das bist, der mich ruft, Pastor zu werden. Ich will das so riskieren und dann werde ich im Zweifelsfall werde ich ein mittelmäßiger Pastor oder auch ein schlechter oder wie auch immer und dann muss ich das halt wieder lassen und abbrechen. Aber wenn das du bist und nicht nur meine Motivationen dahinter stehen, dann ist das Beste, was ich machen kann. Genau, dann bin ich also im Grunde mit diesem Risiko tatsächlich dann da weg aus dem Süden zurückgefahren, habe sogar mein Ticket noch umgebucht und bin dann nach Hause gefahren und habe Theologie studiert. In der Zeit hast du, Alexandra, dann einen Abschluss zur Diplom-Geografin gemacht und hast Raphael kennengelernt. Wie kam das? Oh, das ist eine lange Geschichte für sich, die wir hier nicht entfalten werden oder können werden. Wir hatten uns schon in der Jugend kennengelernt. Und man muss sagen, dass wir uns, genau, kurz gesagt, wir haben uns dann eigentlich 7 Jahre lang aus den Augen verloren. Heilige Zahl. Heilige Zahl. Ja, ich musste warten. Unsere Wege, wir hatten uns tatsächlich, glaube ich, 7 Jahre lang dann auch gar nicht gesehen. Nach dem Zivi. Jeder für sich hat in der Zeit einiges erlebt, wie wir schon gehört haben, und das Studium jeder auch gemacht und sind uns dann wieder begegnet. Das war eigentlich bei mir noch in der Mitte, beziehungsweise in der Mitte meiner Krise Also es fiel in den Zeitraum. Und Raphael war gerade in München, da war seine Zeit in München zu Ende und er hatte gerade angefangen, in Elstal zu studieren, Theologie. Und das war eine für uns, spannende Zeit. Ich kürze es mal ein bisschen ab. Wir haben dann wieder Kontakt miteinander gehabt und gemerkt einfach, dass wir uns, dass viel passiert ist in den 7 Jahren, wir uns sehr viel weiterentwickelt haben. Irgendwo waren nicht mehr die von Raphael, ist 10 Monate jünger als ich. Das wäre bei mir Anfang 20, war das für mich undenkbar, einen jüngeren Freund oder Mann oder so zu haben, was jetzt heute irgendwie völlig egal ist und gar keine Rolle mehr gespielt hat. Genau, wir waren irgendwo durch das, was wir erlebt haben, ich will nicht sagen, wir waren andere Menschen, aber wir haben einfach viel durchgemacht, auch im Glauben. Unser Glauben hatte sich verändert, weiterentwickelt. Und wir haben dann, ich war aber noch in Trier, war noch in den letzten Zügen meines Diploms, war auf dem Weg aus meiner Krise heraus. War aber noch so, was irgendwelches Engagement anging, immer noch total auf Null gesetzt. Das Einzige, was bei mir lief, war jeden Tag eine Stunde an meiner Diplomarbeit zu schreiben. Und das so habe ich die in Monaten dann irgendwann fertig bekommen und mein Studium erfolgreich beendet.
Das war zu der Zeit so mein Fokus. Und wir haben telefoniert. Und wir haben bestimmt, Raphael war in Elztal, wir haben am Anfang nicht so oft telefoniert. Und es, also so ein-, zweimal die Woche vielleicht. Und es wurde immer länger. Und irgendwann, ich bin dann nochmal übergangsweise zu meinen Eltern gezogen, habe da so die letzten Monate mit meiner Diplomarbeit, das habe ich dann da zu Ende gemacht. Und da haben wir irgendwann, ging das in die Nächte hinein und wir haben uns dadurch einfach richtig viel übers Leben unterhalten und richtig viel und auch nochmal richtig gut kennengelernt. Das war, bis wir nach einem Dreivierteljahr dann irgendwann mal geplant hatten. Wir hatten mit 17, 18 schon mal gemeinsam einen Skiurlaub gemacht. Das war mit mehreren aus der Jugend. Den hatte Raphael so ein bisschen organisiert. Und wir wussten, wir haben, was Sport und Freizeit angeht, sehr ähnliche Interessen. Und dann haben wir einen Urlaub geplant mit Freunden für mich dann nach Abschluss meines Studiums und für Raphael in Semesterferien. Und diese Zeit kam näher und aus den verschiedensten Gründen sprangen diese Freunde alle ab. Und wir haben dann sehr kritisch uns hinterfragt, ob das geht, dass wir zusammen so alleine irgendwie jetzt in Urlaub fahren oder ob wir das ganz abblasen. Für mich war das ein ziemlicher Anker oder so ein Leuchtturm, dieser Ausblick auf diesen mal wieder einen schönen Urlaub zu machen, gerade nach dieser schwierigen Zeit auch. Und die Vorstellung, es ganz abzusagen, war für mich auch ziemlich schlimm. Und wir haben viel hin und her überlegt und auch jeder für sich irgendwo ja, gebetet und hatten beide den Eindruck, ja komm, wir fahren jetzt einfach zusammen in Urlaub. Jeder hatte sein Zelt und sind zum Gardasee und haben dann vorher noch in Garmisch-Partenkirchen noch eine Bergtour gemacht. Und genau, da gehört noch ein bisschen Vorgeschichte dazu, dass ich hatte Raphael vorher schon mal einen relativ eindeutigen Korb gegeben und nach einiger Zeit, also an dem Punkt war es dann an mir zu sagen, jetzt muss, wenn dann ich dann auch mal nachfrage. Und ja, wir haben einfach gesagt, so, wir wagen es jetzt zusammen. Und das war ein Schritt auch, wo ich sagen muss, ich hatte nicht für mich 100% klar. Ich wollte mal von Gott wissen. Ich habe immer früher gedacht, wenn ich den Mann meines Lebens treffe, den ich mal heirate, dann ist das irgendwie, dann werde ich das merken. Er wird aus geistlicher Sicht gesehen strahlend erleuchtet vor mir stehen. Tada, da ist er endlich. Dass ich den schon lange in meinem Leben hatte oder kannte oder irgendwie. Das hätte ich nie gedacht und es hat sich einfach dahin ja eine tolle Beziehung irgendwo entwickelt. Nach einem Jahr haben wir uns dann verlobt und ein weiteres Jahr später haben wir geheiratet. Ich habe dann eine Arbeitsstelle gesucht, meine erste Arbeitsstelle in der Nähe von Elztal, wo ich dann gewohnt habe in Brandenburg. Das ist bei Berlin. Und als wir geheiratet haben, genau das war, als wir uns verlobt haben und dann hat Raphael ist dann zu mir gezogen. Und hat sein letztes Jahr im Studium hinter sich gebracht. Und dann war für uns eigentlich beide klar, dass es danach offen ist, wo Raphael als Pastor hinberufen wird. Und genau das ganze Thema, dass ich jetzt auch einen Pastor heirate, das war auch noch so eine Geschichte, mit der ich mich sehr auseinandersetzen musste, weil mein Papa ja auch Pastor war. Ich habe mir dann immer innerlich vorgeworfen, naja, wenn ich einen Pastor heirate, dann wäre das ja nur, weil ich das auch kenne, so ein bisschen wie Raphael das machen musste in seiner Überlegung, ob er Pastor wird. Ich habe das für mich alles durchgearbeitet und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das ist jetzt irgendwie egal. Und beziehungsweise ich weiß, genau, der positive Aspekt ist, dass ich auch weiß ein bisschen, was es heißt oder was das fürs Leben bedeutet und ich mich da sehr bewusst dann drauf einlassen konnte. Ich wusste für mich, ich finde, es sind schwierige Zeiten für Pastoren, weil gesellschaftlich irgendwie so viele Themen brisant sind und irgendwo die Leute sich immer wünschen, dass Pastoren ganz klar Stellung beziehen und entscheiden hier und Ansage machen, was ist richtig, was ist falsch. Und die Art und Weise, wie Raphael und ich dann auch im Glauben uns unterhalten haben oder auch so Themen irgendwo für uns so durchgesprochen haben, das war immer, dass ich dachte, ja doch, ich kann diesen Mann heiraten, ich will ihn heiraten, auch wenn er Pastor wird. Und ja, wir sind da irgendwie gemeinsam unterwegs und ich unterstütze das voll und gleichzeitig ist Raphael auch einer, der ja, irgendwie guckt, genau, was ist mein Weg, meine Rolle und hält das auch sehr hoch.
Und ja, ich glaube, wir sind ein richtig gutes Team. Ich glaube, es war wertvoll für uns, dass wir uns in Zeiten auch kennengelernt haben am Anfang, wo wir uns gegenseitig nicht blenden konnten durch irgendwelche Dinge. Also vorher hätte ich sagen können, hey, oder guck mal, was ich alles mache hier in der Gemeinde und wie engagiert ich bin und wie ich für den Herrn unterwegs bin. Und in dem Status, wo wir uns dann weiter kennengelernt haben, war das eher so, nee, du, ich... Ich fand das cool, dass du gut snowboarden kannst. Das alles war abgeblasen. Habe ich zu der Zeit gesagt, so nein, ist auch alles auf Null. Und das war wertvoll. Und jetzt geht wieder eine Menge mehr. Ne? Und wie ging es dann weiter? Alex war fertig, 2 Jahre vor mir, und hat gearbeitet im Tourismusmarketing, da in Brandenburg. Und ich war noch nicht fertig und bin also, dann sind wir quasi ehrenamtlich, waren wir da bei Potsdam mittendrin dabei. Also so lange, bis ich dann fertig war. Das war also noch mitten im Studium. Ja, und wir haben gesagt, es ist jetzt nochmal die Chance, wo wir nochmal ganz frei uns überlegen können, wo wir gemeinsam hingehen, weil hinterher wird es immer vorgegeben sein, dadurch, dass Raphael Pastor ist. Da haben wir gedacht, probieren wir nochmal irgendwie ein bisschen was ganz anderes. Potsdam lag auch ganz praktisch für uns, so rein räumlich gesehen. Ich hatte für mich klar in der Zeit und auch in unserem ersten Ehejahr dann, dass ich war total froh und dankbar, dass ich eine volle Arbeitsstelle hatte und die mir Spaß gemacht hat und ich das gut erfüllen konnte. Und gleichzeitig war das für mich kräftemäßig wichtig, dass ich gesagt habe, ich will mal ein Jahr nur in eine Gemeinde gehen und nicht gleich mich einbringen. Und das war dadurch, dass das ein junges, aufstrebendes Projekt war, die uns kennengelernt haben als Leute, die eigentlich gemeindemäßig schon viel gemacht haben und viele Erfahrungen haben und viel Power eigentlich einbringen könnten, war das gar nicht so einfach für die, irgendwo das zu stehen zu lassen oder zu akzeptieren, dass wir sagen, wir möchten gerne einfach mal nur kommen und mehr nicht. Gerade auch, weil wir wussten, wir sind dann nach etwas mehr als einem Jahr dann auch wieder weg, wenn Raphael fertig ist. Na gut, ich habe viel Musik gemacht. Raphael hat sich ein bisschen mehr eingebracht, genau. Nicht viel geleitet, aber Musik gemacht habe ich, ja. Das heißt, du hast das mehr so begleitet nebenbei, aber ihr wart jetzt nicht die leitenden Personen. Für dich war es trotzdem dann so die zweite Gemeindegründungserfahrung nach dem ICF? Ja, das war ganz spannend. Also das, was ich toll fand zu der Zeit, gab es ein Café, auch professionell geführt, so in so einem Szeneviertel von Potsdam. Und eine Schnittmenge, eine Begegnungsfläche zu haben als Gemeinde, Gemeinschaft von Christen mit, ich sage in Anführungszeichen, normalen Menschen. Das fand ich super und das habe ich von da auf jeden Fall mitgenommen. Das war da wichtig. Genau. Ja. Und da aber auch, ne, gibt auch Gründungen, wo eben nicht so eine Dynamik ist wie in München. Da lief alles ein bisschen gemächlicher, wenn man so will. Ja. Du bist dann 2015 Pastor in Stelle geworden. Bis letzten September wart ihr dort. Wie kam es dann, dass ihr gesagt habt, ihr geht jetzt nach Gran Canaria in die Gemeindegründung? Ja, vielleicht war erstmal das mit Stelle war so, dass ich schon im Studium gesagt habe, erstens, mir wurde hier mein Studium finanziert vom Bund der Baptistengemeinden, in denen ich ja auch groß geworden bin. Und ich habe ein tolles Studium mit einer Menge Horizont bekommen. Ich möchte was zurückgeben. Und deshalb war für mich klar, hey, ich möchte erstmal in eine Baptistengemeinde gehen. Und ich wollte auch in die Generationengemeinde gehen, weil ich schon für mich auch klar hatte, hey, ich will da mal gucken, was geht. Das kann doch nicht sein, dass man in der Unterschiedlichkeit nicht trotzdem in Gemeinden wirklich klasse miteinander auch in eine Richtung unterwegs ist und irgendwo Gemeinde mitten in Gegenwart und Richtung Zukunft da auch ist. Und genau, das war die Erfahrung von Stelle. Und dann saß ich eines Abends da auf dem Sofa, das weiß ich noch, das ist jetzt knapp 1,5 Jahre her, und erinnerte mich an ein Gespräch mal, wo mir mein Schwiegervater, der hat auch mal für die AM gearbeitet, gesagt hat, oh, wir gehen nach Gran Canaria und als AM und haben da Gründung vor und so. Und das ist ewig her, das ist bestimmt 6, 7, 8 Jahre her, da war noch mitten im Studium.
Aber für mich war mein Weg so klar, hatte eher jetzt nichts mit mir zu tun. Und da kam mir dieses Gespräch in den Sinn und ich dachte, guck mal nach, was da entstanden ist. Und klar, Internet an und mal gegoogelt und dachte, oh cool, Gemeinde im Süden von Gran Canaria, neue Gemeindegründung im Osten von Gran Canaria und Cambio, Jüngerschaftsschule da bei Las Palmas. Und das Konzept von Cambio hat mir total gut gefallen. Dachte, boah, Hammer, sollte ich jemals Jüngerschaftsschule machen, dann würde ich das so ähnlich aufziehen. Also kleiner Werbeblock hier, gute Sache. Aber auch da war ja immer noch nicht jetzt was für uns persönlich drin. Im Gegenteil, wir hatten in der Zeit in Stelle, da haben wir ein Haus gesucht oder irgendwie was, wo wir nochmal uns wohnlich verändern, weil wir haben da die ganze Zeit auf 3 Zimmern gewohnt. Am Anfang als Paar war das cool. Am Ende mit 3 kleinen Kindern war das nicht mehr cool. Und da war noch nicht, da war jetzt nicht der Horizont wegzugehen. So, und dann machte ich da alle meine Gran Canaria-Info-Tabs zu. Und das Letzte, was offen war, war die Hauptseite der Jobs bei Allianz Mission. Und im Herbst, ja, die Stellenausschreibung für eine Gemeindegründung unter jungen Menschen in Las Palmas direkt. Und das war erstmal ein bisschen Witz. Und ich habe so rübergerufen zu Alex, ja, Alex, guck mal, perfekte Stelle, da können wir mal surfen gehen und Mountainbiken und Urlaub und Sonne. Und es war bewegt sich ein bisschen auf dieser ironischen Ebene. Und das tat so lange, bis dann irgendwann, dann abends irgendwie und in der Nacht ließ mich das nicht los. Und das auch ein paar Tage nicht. Und irgendwann sage ich zu Alex, Alex, mich lässt das nicht los. Und Alex sagte, oh, mich schon auch nicht. Dann müssen wir das mal prüfen. Und von uns bin ich schon der öfter mal fixe Ideen hat und groß denken kann und so weiter. Aber als dann auch Alex sagte, hey, mir geht das ähnlich und das machen wir jetzt mal ganz nüchtern, Schritt für Schritt, zu gucken, Gott, bist du das? Da wurde es dann ernst. Ja? Und dann mussten wir erstmal überlegen, wie wir das machen. Wen können wir denn da anrufen? Und keine Ahnung. Und dann der Rest des Weges, das zu prüfen, waren ganz viele, ganz, ganz tolle Begegnungen, die auch immer noch offen gelassen haben, ob das unser Platz werden würde. Aber wo wir über die Begegnung schon so dankbar waren, dass wir gesagt haben, Gott, vielen Dank für diesen Weg, den du mit uns gehst. Unabhängig davon, ob es für uns da ins Ausland geht oder nicht. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, wie da Leute drauf reagieren? Weil Gran Canaria klingt ja schon erstmal so nach Urlaub und Strand, da geht man doch gerne hin. Aber ja, ihr habt euch dazu entschieden, daran festzuhalten. Ganz genau so, wie du es gerade sagtest, reagieren viele. Und gleichzeitig ist natürlich immer so dieser Doppelpunkt oder die Frage nach dem, was steckt jetzt tatsächlich dahinter? Oder es wird ja wohl anscheinend kein Urlaub sein, was ihr da macht. Und dann kann man ein bisschen erklären. Deshalb ist es oft dann doch mit einem Augenzwinkern diese erste Reaktion. Und aber eben auch so eine Erwartungshaltung, ja, erzähl mal, wie kommt es denn? Mission auf Gran Canaria, ja, ja. Und und dann können wir das auch erklären und dann, es war ja auch, wie Raphael schon sagte, auch ein Thema, mit dem wir uns selber auseinandergesetzt haben und ja, ich auch für mich auseinandersetzen musste, so ist das, natürlich reagiert man da irgendwie anders, als wenn jetzt die Frage besteht irgendwo nach Zentralafrika oder so zu gehen oder in Verhältnisse, wo es wirklich, wo das Grundleben einfach nochmal ganz anders eingeschränkt wird. Und das war ein Prozess, aber ich glaube, mittlerweile sind wir beide für uns relativ klar, dass das nicht, dass dieser Reiz es jetzt nicht am Ende war, wo wir sagen, wir gehen nach Gran Canaria, damit wir im ewigen Urlaub leben oder so. Und das ist es auch nicht. Als wir da waren, waren wir durchaus, ja, geschockt, weiß ich nicht, aber ich fand es schon krass. Erstens, die Insel im Sommer ist teilweise eine Wüste, also da ist nur Schotter, da wächst nichts mehr. Kakteen. Und auch jetzt spanische Architektur spricht mich jetzt nicht unbedingt an, zumindest nicht dort. Es gibt sicher andere Ecken Spaniens, wo das schöner ist, aber da ist viel Beton,
viele Hochhäuser, auch viele Bauruinen. Also es ist schon, das ist schon, hat irgendwie beides. Auch die sozialen Herausforderungen in Las Palmas direkt sind krass, super hohe Jugendarbeitslosigkeit. Also das, gerade da oben im Norden der Insel sind jetzt auch nicht die Mega-Touristenecken. Da sind viele Locals und mit denen unterwegs zu sein, genau, ist gar nicht nur Urlaub. Wenn man wo wohnt, dann ist das Lebensrealität. Und ich glaube, dieses Urlaubsfeeling, das kriegt man, wenn man mal wo 2 Wochen ist. Ja? Das ist ein Unterschied. Aber trotzdem bleibt die größte Auseinandersetzung für uns auf dem Weg war die Frage nach unseren eigenen Motiven. Und da haben wir uns viel Zeit für genommen. Habt ihr schon Ideen, wie ihr in Las Palmas Gemeindegründung angehen wollt oder was ihr für Ideen umsetzen wollt? Ich habe immer viele Ideen. Super, pack mal aus. Ja, und es sind ja nicht nur wir, auch der Nathanael, auch für die AM unterwegs, ist unser Partner und Co-Gründer und Freund. Genau, und was wir teilen, Nathanael und ich auf jeden Fall, ist ein starker Schwerpunkt auf Begegnung zwischen Menschen. Also ich glaube zutiefst, dass Gott sich das so gedacht hat, dass wenn Menschen Christen kennenlernen, dich, mich, uns, dann begegnen die nicht nur uns, sondern dann begegnen die Jesus. Natürlich nicht in Vollkommenheit. Natürlich ist das gebrochen und wir sind irdische Gefäße und so weiter. Also das ist ganz klar. Und dennoch passiert da die Jesus-Begegnung. Und wenn es im Glauben darum geht, Beziehungen zu Jesus zu entdecken, dann hat das an und für sich was mit Beziehungen unter uns zu tun. Und daher ist die Grundidee, wo entstehen Beziehungen zwischen Menschen? Also die Idee ist, dass wir Räume schaffen, also Räume in Anführungszeichen, ja nicht unbedingt physische Räume, sondern Räume schaffen, wo Menschen sich begegnen können und Menschen auch Christen begegnen können und dadurch wiederum Jesus begegnen können. Und da würde ich sagen, passt eben, also aus unserer Perspektive erstmal das, wie sich Menschen ganz normal begegnen, durch Interessen. Wir machen viel Sport und sind viel draußen unterwegs. Und ich habe, als Beispiel, ich habe in Australien Christian Surfers kennengelernt. Das ist ein Surfhauskreis-Netzwerk. Die treffen sich meist einmal die Woche an irgendeinem, also an Surfspots, überall gibt's die weltweit. Und dann treffen die sich morgens vor der Arbeit und beten zusammen am Strand. Und manchmal gibt's einen Bibelvers und einen ermutigenden Impuls. Und dann geht man zusammen surfen. Und das ist alles. Und danach gehen alle arbeiten. Und ich habe das als sowas Tolles mitbekommen, weil man kann es jeden mitbringen und sagen, hey, ich treffe mich mit ein paar Freunden, nicht wundern, wir sind Christen, wir beten zusammen und dann gehen wir zusammen surfen. Aber es ist eine tolle Gemeinschaft und wenn du Bock hast, komm mal mit. Und so ist ungefähr die Idee, auch was davon in Las Palmas zu starten. Ich weiß, dass Cambio schon mit Beachvolleyball unterwegs ist. Vielleicht gibt es so eine Art Stammtisch in irgendeiner Kneipe, wo wir über Sinn des Lebens reden. Und da kommt schon auch dieses Großstadtding rein. Es gibt diverse Apps, wo man so Events auch raushauen kann und ein bisschen in die Breite streut und grundsätzlich, ich liebe ja Menschen, die was suchen. Manche suchen vielleicht gar nicht im christlichen Glauben, aber sind auf so einer Suche nach Leben und wollen es wissen und da Angebote zu schaffen, miteinander ins Gespräch zu kommen und in die Begegnung, das ist so der Plan. Genau. Dafür braucht es natürlich erstmal ganz viel Spanisch und Kultur, um wirklich zu sehen, was passt. Und das ist der erste Schritt und der größte Schwerpunkt auch im ersten Jahr, wenn wir da sind.
was seht ihr da schon für Herausforderungen oder wo stellt ihr euch gerade darauf ein, was nicht so leicht werden wird? Ja, aktuell ist für uns sehr prägend die Wohnraumsuche. Also und gerade auch das, dass wir sagen jetzt für den Anfang, wir wollen gerne erstmal was mieten, bevor man jetzt irgendwie gleich da was kauft. Und in Spanien ist es aber einfach viel, viel üblicher, Immobilien zu kaufen. Und Miete ist einfach nicht so wie bei uns. Das ist also die Angebote mit unseren Suchkriterien, das sind 10-mal so viele, wenn man gleich kaufen würde. Ja, und das überhaupt über die Entfernung was zu finden, wir würden ganz gerne einfach mit den Kindern, wir sind jetzt vor 2 Monaten hier nach Eversbach umgezogen, die Kinder, gerade der 5-Jährige, der kann das schon ganz gut irgendwo jetzt einordnen, nach Gran Canaria zu ziehen, der 3-Jährige, der geht so mit, aber ich glaube, richtig verstehen tut er das nicht. Also wenn man ihn fragt, dann sagt er auch, wir gehen nach Gran Canaria. Aber für die Kinder würde ich mir wünschen, dass wir, wenn wir dort sind, nicht erst nochmal wieder ein paar Monate in irgendeiner Ferienwohnung oder in irgendwas Provisorischem wohnen, sondern dass wir möglichst schnell wirklich ankommen können. Weil ich glaube, als ganze Familie ist es eben doch nochmal anders, als wenn man zu zweit als Paar sowas macht, sich wirklich so zu inkulturieren. Das ist einfach, glaube ich, ein Prozess von 1-2 Jahren. Ich finde, die größte Herausforderung hat gar nicht so viel jetzt mit unserem der Lebensveränderung zu tun oder auch den beruflichen Aufgaben und dem Wechsel, sondern eher, dass wir einfach mit 3 kleinen Kindern zwischen, also 1, 3 und 5, ohnehin in einer echt herausfordernden Lebensphase stecken, wo wir uns viel unterhalten müssen und kommunizieren, hey, wie bist du unterwegs, wo stehst du, was brauchst du, was läuft gut, was nicht so, wo teilen wir uns Arbeit, wo teilen wir uns auf und da sind, genau, 3 kleine Kinder hier. Wir sind dann froh, dass wir die morgens nicht mehr so warm anziehen müssen wie hier, weil jeder Morgen ist da einfach ein Stresslevel ist hoch. Viele Bedürfnisse der Kinder und so. Und ich glaube, ganz viele, die Familie haben, vielleicht auch Söhne haben oder so, die merken, das raubt eine Menge Energie. Und da zu sagen, Gott, schenk uns Kraft, dass wir das gut meistern, unabhängig davon, wo wir sind, das ist ein Anliegen. Was ich so aus den letzten 1,5 Stunden mit euch mitnehme, ist, dass ihr echt viel erlebt habt, einiges an Lebenserfahrung mit euch rumtragt. Gibt es etwas, was ihr gerne unseren Zuhörern mitgeben möchtet zum Schluss? Also ich finde es auf jeden Fall, es ist ein großes Lebensabenteuer, mit Gott unterwegs zu sein. Das hat Phasen, wo es ganz viel Mut braucht. Das hat Phasen, wo man ganz viel geschenkt bekommt. Und gleichzeitig gehört auch in ein Leben mit Gott Scheitern rein und Grenzsituationen. Und ja, manchmal wird dann die Gnade umso größer und manchmal bleiben aber auch Fragen an Gott offen. Das merke ich schon. Ich gebe schon gerne weiter, hey, macht eure eigenen Erfahrungen. So firsthand leben ist ein Unterschied, als es von anderen zu übernehmen. Aber ich weiß durchaus, dass da auch Menschen unterschiedlich ticken einfach. Und manchen, die vielleicht mehr zu Hause bleiben und nicht so viel Entdeckergeist haben oder Abenteuerlust in sich tragen, hey, die dürfen das. Und von daher, da gibt es dann andere Herausforderungen, mit Gott unterwegs zu sein. Und auch, ja, genau, werden anders beschenkt. Ich hatte gerade genau den gleichen Gedanken eigentlich, was Raphael jetzt am Ende sagte, dass ich dachte, ja, jeder muss und darf mit Gott seine eigene Geschichte schreiben. Also wenn ich so, oder ja, ich habe bei der Bewerbung auch nochmal so meinen Lebenslauf gesehen und dachte auch irgendwie, oh, verrückt, ja, wir haben schon viel gemacht, viel erlebt. Und gleichzeitig, das ist auch irgendwie, wie wir ein bisschen sind und das passt zu uns und wir, ich will nicht sagen, es ist unser Ding, aber wir mögen das gerne irgendwie uns ja, auch dann so wie jetzt dann nochmal irgendwo ganz neu
anzukommen und zu integrieren, in dem Fall jetzt auch in eine ganz andere Kultur. Und wir bringen da von den Persönlichkeiten ein bisschen was mit, dass uns das, glaube ich, leichter fällt als anderen. Und ja, mir ist wichtig zu sagen, dass für andere, genau, wir haben Freunde, die leben ein ganz anderes Leben oder das ist, die sind vielleicht in einem Ort aufgewachsen und bleiben da ihr Leben lang und fühlen sich wohl und das ist in Ordnung. Und das ja, ist mir wichtig, das niemals zu entwerten, sondern dass das genauso Gottes Weg mit Leuten sein kann. Oder manchmal sind wir auch ein bisschen neidisch. Manchmal wünsche ich, oder so ein ganz festes gesettelt sein, zum Beispiel an einem Ort, finanziell gut abgesichert und all das, wo ich denke, genau, das ist auch, wie Gott mit Menschen unterwegs ist und die haben dann andere Aufgaben. Zum Beispiel sind wir umgekehrt abhängig auch durch unsere Mission, dass Gott Menschen hat und bereithält, die uns so unterstützen, eben auch finanziell, dass das überhaupt möglich ist, dass Menschen wie wir dann mit der Allianzmission unterwegs sind. Und das ist dann vielleicht deren Aufgabe, sich an dieser Mission auch einfach zu beteiligen auf eine ganz andere Art und Weise. Oder ich merke, wie wertvoll es für mich ist, von Freunden so einfach Ermutigung zu erhalten. Wir fühlen uns schon immer mal wieder auch echt angefochten mit irgendwelchen blöden Alltagsthemen oder wo ich dann innerlich das Gefühl habe, nee, also das ist jetzt hier doch ein Holzweg oder ich habe neulich zu Raphael gesagt, so ein das, was wir hier gerade vorhaben mit diesem ganzen Umzug, Umbruch ist das reinste Selbstzerstörungskommando für uns als Familie oder so. Das war so ein Moment einfach, wo in mir alles überkochte, wo auch irgendwie hier alles, gerade das Chaos einfach alles zum Untergehen brachte. Das war dann eine Weile später wieder besser und der Meinung bin ich, also bleibe ich nicht dabei. Aber was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wage mal zu verallgemeinern. Also man soll ja eigentlich nicht von sich auf andere schließen, aber ich wage mal wirklich zu verallgemeinern. Ich glaube und wir glauben zutiefst, dass Jesus das Beste ist, was einem im Leben passieren kann. Und das hat aber auch krasse Konsequenzen. Also so, ich bewundere, wie radikal Jesus Menschen geliebt hat. Und das dem nachzufolgen und das zu entdecken, was das für eine Auswirkung auf unser Leben hat, das ist ein Lebenswerk. Das ist nichts, was man einmal versteht und dann hat man es. Ich glaube auch, das kann man nicht besitzen, sondern das ist irgendwo Gnade und selbst Eigeninitiative zugleich. Und ich glaube, das gilt für alle Menschen, aber darüber steht das. Jesus ist das Beste, was einem im Leben passieren kann. Das unterschreibe ich. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.